So, schauen wir mal, was es Neues gibt auf YouTube. Wer zum Geier ist Achimov? Und was macht er in meiner Abo-Box? Ach, das war dieser Typ, der da vor einem halben Jahr einfach so seinen Kanal eingestellt hat, ne? Und der hat ein neues Video. Klicken wir mal drauf. Jo, moin ihr da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ja ehrlich gesagt schon einige Zeit her, dass ihr das letzte Mal von mir gehört habt. Ja, zum Glück. Und damals war ich ja auch ehrlich gesagt ein nicht ganz so schönes Thema. Doch. Aber jetzt habe ich dennoch Neuigkeiten für euch. Und zwar Jetzt sag bloß nichts Falsches. wage ich einen Neustart. Ja, ihr habt tatsächlich richtig gehört. Ich wage einen Neustart, mache wieder Videos und um das Ganze zu erklären, möchte ich nochmal mit meiner Geschichte 2016 ganz am Anfang beginnen. Da hat es nämlich schon so angefangen, dass ich so alles in Frage gestellt habe, mir überlegt habe, wie soll es weitergehen, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass das Magische so am Videos drehen mir fehlt, dass ich nicht so wirklich viel Spaß habe, dass ich irgendwas ändern muss, weil irgendwas nicht stimmt. Und da habe ich sehr, sehr viel überlegt, weniger Videos gemacht und sehr viel mich gefragt, wie es eben weitergehen soll. Mitte 2016, wie gesagt, also wie ihr wisst, bin ich dann eben zu dem Schluss gekommen, dass ich mit YouTube aufhören möchte. Mit der Argumentation, dass ich ja privat noch weitermachen will, aber mir YouTube eben an sich gar nicht so viel Spaß macht. Mit dieser Regelmäßigkeit und so, bla 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 bla. Ja. Aber wie gesagt, privat würde ich noch weiter Videos machen. Ich will ehrlich mit euch sein. Seitdem habe ich gar kein einziges Video gedreht. Ich habe auch noch einen Kommentar gekriegt unter dieses Video, direkt quasi nachdem dieses Video online kam. Und zwar: Ich hoffe, du behältst den Kanal und lädst irgendwann mal wieder etwas hoch, wenn du Lust dazu hast. YouTube bedeutet ja nicht zwangsläufig Regelmäßigkeit oder kommerziellen Erfolg, sondern ist für alle da, die ihre Videos interessierten Leuten präsentieren möchten. Ja, und genau das ist der Sinn von YouTube. YouTube ist dazu da, wenn ich ein Video habe, dann darf ich es hochladen und Leute, die es sehen wollen, dürfen es sehen. Mehr nicht. Wenn ich daraus einen Beruf machen will und möglichst viele Abonnenten kriegen will, dann muss ich natürlich irgendwie ein Konzept reinbringen und regelmäßig das machen. So ist das heutzutage nun mal auf YouTube, aber das ist gar nicht meine Intention. Meine Intention ist genau das, was dieser Kommentar gesagt hat. Videos drehen, die dann Leute eventuell sehen wollen. Ich habe, wie gesagt, in diesem halben Jahr jetzt, die ich keine Videos mehr gemacht habe, gemerkt, dass mir das irgendwie total fehlt und ich ohne YouTube gar keinen Ansporn mehr habe, Videos zu drehen. Ehrlich gesagt, habe ich natürlich auch nicht mehr so wirklich viel Zeit. Ich mache ja jetzt mein FSJ, muss immer jeden Tag bis 17 Uhr arbeiten und mich dann auch noch um Führerschein und Bewerbungen für nächstes Jahr kümmern. Aber irgendwie fehlt es mir trotzdem und ich werde jetzt in Zukunft wieder weiter Videos machen, dann, wenn ich halt Zeit habe und vor allem, wenn ich Lust habe und eine Videoidee habe und nicht, wenn ich irgendwie jetzt denke, so, jetzt muss ich mal wieder ein Video machen. Und ja, es kann also sein, dass mal 2 Wochen hintereinander ein Video kommt. Es kann aber auch sein, dass mal 3 Monate, 5 Monate, 6 Monate nichts kommt. Mal schauen. Einfach nur, dass ich will nur diesen Kanal wieder öffnen, dass ich wieder so dieses Gefühl habe, so, jetzt habe ich eine Idee und jetzt habe ich auch irgendwas, was ich mit dem Video dann machen kann, wenn es fertig ist. So wird es in Zukunft sein. Vielleicht werde ich auch noch meinen Kanalnamen ändern, weil ich so von diesem Harimov ein bisschen Abschied nehmen möchte. Ich habe aber allerdings noch nicht so eine wirklich gute Idee. Vielleicht hat sich der Name schon geändert, bis das Video oben ist, aber vielleicht auch nicht. Wird vielleicht auch noch ein bisschen dauern. Ich habe übrigens auch sehr viele von meinen alten Videos runtergenommen, also auf privat gestellt, wo ich halt denke, wenn ich sie anschaue, wo ich so, was mir unangenehm ist, wenn ich dann mir auch noch vorstellen muss, ja, das sehen auch andere Menschen. Das heißt, es sind jetzt nur noch sehr wenige Videos oben. Vielleicht werde ich noch mehr runternehmen. Das ist mir aber auch scheißegal, weil es sollen einfach nur noch die besonderen Videos da sein, wo ich halt stolz drauf bin. Und das ist der Fall. Also, in Zukunft geht es weiter. Ein Neustart nach einem halben Jahr. Ich hoffe, das gefällt euch. Und ich würde sagen, das war's von mir. Man sieht sich. Ciao. Ich bin gar nicht eingefroren.